Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder Beauty Release Session. Das fängt schon mal gut an. Nee, und zwar Beauty Haul. Was habe ich geshoppt? Es ist definitiv nicht so viel. Also, wenn ihr schon so Make-up Haul und Beauty Hauls von mir kennt, ist von ein bisschen länger her. Es ist nicht viel. Es ist wirklich nicht viel. Es ist mehr High-End wie sonst. Es ist eigentlich, also es ist nur Kaya und Revolution. Das heißt, ich würde sagen, ich zeige es euch einfach. Aber es ist definitiv nicht viel. Aber richtig coole Sachen, richtig spannende Sachen. Und das will ich euch jetzt einfach zeigen. Aber ich habe einfach gemerkt, das will ich noch so kurz davor sagen, dass ich versuche, ein bisschen weniger zu shoppen. Einfach, dass ich gemerkt habe, dass ich Angst habe, dass vieles in meiner Make-up-Collection einfach schlecht wird. Da hängt ja was draus, das sieht ja nicht hübsch aus, warte. So, dass vieles in meiner Collection, habe ich Angst, dass es schlecht wird. Und das ist mein hart verdientes Geld, Leute, dass ich da investiere und investiert habe. Und wenn ich dann Angst habe, dass das alles schlecht wird und ich das dann in den Müll hauen kann, dann kriege ich Stress. Und deshalb habe ich jetzt ganz ehrlich versucht, ein bisschen weniger zu shoppen. Und es ist mir dieses Jahr bis jetzt so gut gelungen. Ich bin so, so happy. Ich habe wirklich wenig Make-up geshoppt und generell. Also ja, also Clothing habe ich viel geshoppt, aber habe ich die letzten Jahre nicht so viel geshoppt. Also das ist okay. Aber halt Make-up habe ich echt so ein bisschen, I need a break. Ich muss die Sachen, die ich habe, liebe, also denen Liebe schenken und sie aufbrauchen. Und ja. So, ich zeige euch jetzt aber, was ich geshoppt habe, ist drüben. Und zwar, first up hat ja Kaya diese wundervolle Tropical Collection rausgebracht. Und so, also das ist jetzt einmal diese Body Butter. Und ich bin super, super excited und gespannt einfach diese Collection. Das ist eben diese Body Butter. Ist es eine Body Butter? Ja, Body Butter. Und hier sehen wir, wie sie aussieht. Ich gucke mal, ob sie verschlossen ist oder ob sie so offen ist. Okay, da ist jetzt ein Seal, ist jetzt da drauf. Das heißt, ich werde es jetzt noch nicht öffnen, aber ich bin super, super excited. Das Packaging ist wunderschön. Sie riecht angeblich genauso, also angeblich, sie riecht so wie das Parfum, das ich auch geshoppt habe. Ich werde die auf jeden Fall auch aufbrauchen und dann werde ich euch das updaten. Dann haben wir hier auch ein paar Serums. Und zwar, das erste, was wir haben, ist von, also das ist jetzt alles Kaya übrigens, Kaya Soothing Serum. Ich bin ja obsessed mit Kaya, also ich könnte da, glaube ich, mein ganzes Geld in Kaya reinstopfen. Und zwar, wow, die sind hübsch. Wow, die Verpackung ist so, so, so hübsch. Jetzt ist es nicht im Fokus. So, so, so hübsch. Oh mein Gott. Es ist so hübsch. Es ist wirklich hübsch. Echt. Also so wie ich auch mein Skincare Design finde ich echt ist hübsch. Very, very pretty. Das ist das Soothing Serum. Ich habe alle Serums und auch das Öl gekauft. Hier haben wir das Daily Boost. Ach, das ist voll, voll, voll schön. Richtig, richtig schön. Voll schön. Ich bin voll gespannt, die zu testen. Ich habe ja, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht einmal den ersten Release von Kaya Skin getestet, weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin, aber ich werde es auf jeden Fall machen. Also stay tuned. Das ist der Glow Up. Also sie sind so hübsch. Also ich, ups, es läuft. Ich jedes Mal muss ich irgendwas, in jedem Video glaube ich fast, schmeiße ich irgendwas um. Das ist Talent of mine. So sieht das aus. Ach, ich bin echt gespannt. Ich bin richtig gespannt. Auch das sieht richtig, richtig cool aus. Die sind urhübsch und die sind richtig, richtig schwer. Also zum Beispiel zum Reisen würde ich die ganz ehrlich nicht mitnehmen. Vor allem, wenn ich lange wegreise, weil sie echt schwer sind. Also die sind halt, das ist wirklich das Glas. Die haben ein richtiges Gewicht. Also das würde ich auf jeden Fall vermeiden. Jetzt haben wir Activating. Das ist eben für Oily to Combination Skin. Ich habe ja, ja, ich würde schon sagen, dass ich Combination Skin habe. Also hier vor allem, also also wenn ich Pickel bekomme, ich habe jetzt hier auch Pickel bekommen, ist bei mir immer am Kinn. Am Kinn kriege ich die Pickel. Also früher habe ich in der Stirn gehabt, wie ich so
noch in der Pubertät war, aber das, jetzt ist es nur noch Kinn. Und Kinn hat mit dem Bauch zu tun. Ich habe auch extreme Bauchprobleme mit meinem Bauch. Also das ergibt schon Sinn. Das ergibt Sinn. I love the lipstick. Ich find heute, I look pretty, if I say so myself. So, dann auch noch von der Tropical Collection, das After Sun Serum. Auch da, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Diese Farbe ist so schön. So, so, so schön. Ich meine, ich bin nicht oft in der Sonne. Das wäre zum Beispiel ein Produkt, auch wenn es sehr, sehr schwer ist. Aber wenn ich zum Beispiel mehr so einen Weekend-Trip oder mehr so ein paar Tage nur wohin fliegen würde, wo halt ein Sommerurlaub, dann würde ich das zum Beispiel mitnehmen. Also es ist auf jeden Fall super duper pretty. Dann, ah ja, genau, da haben wir, ach, das sind richtig viele. Die Preise habt ihr ja eh auch unten, aber ich weiß, die kosten 27 Euro. Also die sind nicht billig. Die sind nicht billig. Du bekommst 30 Milliliter. Es ist doch eine große Flasche. Das ist jetzt das Face Oil. Ach, hier ist das sehr hübsch. Also es ist nicht günstig. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, haha, das kaufe ich einfach nur so. Es ist wirklich teuer. Deshalb hoffe ich, dass die auch gut sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hoffe schon, dass das auch gute Produkte sind. Dann haben wir hier den Dew Boost. Ach, hier bin ich sehr, sehr gespannt. Genau, und die haben alle, also alle außer das Öl, haben dieses Milchglas, diese Milchglas-Optik. Ach, das ist wunderschön. Ich bin einfach voll, voll, voll gespannt auf die. Super, super intrigued. Ich habe halt momentan, ich habe ziemlich viel Skincare, aber eigentlich nicht so viel. Deshalb habe ich mir auch gedacht, das darf ich kaufen. Aber zum Beispiel, ja, also eigentlich weiß ich nicht, was ich dahin sagen wollte. Aber ich habe zu viel Skincare, dass ich sozusagen Kyle schon getestet habe. Aber ich werde es testen. I promise you. Aber ich habe halt auch nur ein Gesicht. Also, I'm sorry. Dann haben wir ein bisschen Make-up. Und zwar habe ich mir den Liquid Highlighter von Kaya nochmal gekauft. Ich habe ihn ja, bei mir ist aber der Pumper kaputt gegangen. Natürlich werde ich das Produkt trotzdem verwenden. Aber ich wollte mir trotzdem, weil ich fand das eigentlich super, super schön als Make-up-Base, also als Primer. Es gibt ja auch den, ich überlege gerade, den Primer, aber der ist schon seit voller langer Zeit, ist der ausverkauft. Ich liebe den Primer. Der ist so, so, so schön. Aber es funktioniert genauso gut, dieser Liquid Highlighter funktioniert genauso gut, finde ich, als Primer. Aber, also man merkt schon, also ich glaube, der Primer ist halt wirklich als Primer gedacht. Das ist halt doch ein Liquid Highlighter. Aber der Primer ist so, so schön. Aber der ist schon so, so lang, also zumindest der helle ist schon so, so lang ausverkauft. Also ich bin da eh immer so am Spielen, so, kommt der wieder zurück? Meine ist bald leer und ich bin die ganze Zeit so, nur bei Special Occasions soll ich ihn draufgeben und so. So, next up haben wir von Kaya die Face Palette mit Jasmine. Ich weiß nicht mehr, wie sie noch heißt, aber das ist ja eine deutsche Influencerin. Richtig, richtig cool. Ich meine, das wäre ein Dream, eine Collaboration mit Kaya. Wow. Amazing, aber auch mit Revlon. Es gibt so viele Brands, wo ich so, take me, I want it. Ah, aber auch die richtig, richtig cool. Da sind eben zwei Blusher und zwei Bronzer drinnen. Auch die werde ich euch im Getestet vorstellen. Richtig, richtig cool. Es kommt ja noch eine Collaboration mit einer deutschen YouTuberin raus. Ich weiß nicht wann, aber auch irgendwann. Da würde ich gerne eine Review dazu machen. Also wie gesagt, zu der anderen Collection würde ich wirklich gerne eine Review machen. Aber wunderschön. Bin echt, echt gespannt. Ich glaube aber, dass die mit der anderen Influencerin mehr Bam sein wird. Wenn ich mich da aus dem Fenster lehnen soll. Die ist auch super, super cute. Also nicht so, aber ich glaube, dass die andere Influencerin mehr meinen Stil hat. Aber let's find out. Ich weiß es ja noch nicht. Ist ja noch nicht rausgekommen. Dann machen wir weiter. Tropical Collection ist einmal die Flight Mode Sheet Masks. Und die kommen ja in 5 Stück. Super, super gespannt. Aber die auszutesten klingt richtig, richtig cool. Da kommen eben, also die kosten, das weiß ich, 20 Euro. Man bekommt 5 Stück. Ich könnte schon Ambassador sein. Also ich weiß fast alle Preise. Ach, es läuft, Leute. Und zwar, also 5 Masken bekommt man und I'm excited. Ich habe noch gar keine. Ich meine, was habe ich denn ausgetestet? Ich shoppe zwar die ganze Zeit mehr und mehr und weiß nicht einmal, ob die Sachen gut sind. Aber sie sind sicher gut. Also ich glaube, sie sind sicher gut. Aber ich werde sie natürlich trotzdem testen. Dann, wie ich euch schon gesagt habe, und zwar das Parfum ist mitgekommen. Da.
Die sind so, so schön. Ich finde die Parfums auch so hübsch. Ich liebe die. Also wenn ihr ein tierversuchsfreies Parfum haben wollt, there you go. Ich meine, ich gucke mal, ob man da schon was riecht, wenn es halt ungesprüht ist. Oh ja, es riecht gut. Aber ich liebe. Also mein, glaube ich, Favorite. Ich meine, ich habe noch nicht alle getestet, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich würde ja gerne, wenn euch das interessiert, würde ich gerne ein Video machen mit allen Parfums. Das hat zum Beispiel Margareta Gräs hat das gemacht, das ist eine schwedische YouTuberin. Und ich würde das auch gerne machen, wo ich alle Parfums sozusagen gesammelt, weil ich habe alle Parfums, wo ich euch zu allen Parfums ein Ranking mache. Das fände ich wäre richtig, richtig cool, weil man sozusagen, also tierversuchsfreie Parfums ist wirklich, wirklich schwer. Also eigentlich die, die ich jetzt kenne, ist Revolution Kaya. Das sind auch die, die ich trage und benutze. Sonst, also es ist echt tricky. Es ist wirklich tricky. Und natürlich auch ein Parfum, wo ich sage, dass es mir gefällt. Also ja, es gibt natürlich so Naturalternativen, aber das ist oft nichts, was mich persönlich anspricht. Also ich würde das super, super gerne machen. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr mir das gerne wissen lassen. Aber it's so pretty. So, so hübsch. So eine hübsche Collection. Richtig, richtig toll. Dann haben wir noch, was noch in der Collection rausgekommen ist, ist einmal The Face Shield SPF Face Cream. So, so, so intrigued. Ich benutze meine Tagescreme und da ist aber nicht 50, sondern da ist eigentlich nur 15, SPF 15. Ich würde das gerne, die möchte ich gerne testen und euch da definitiv ein Feedback dazu dalassen. Ich bin super, super intrigued, die zu testen, aber wunderschön. Ich meine, Kaya hat so, so, so hübsche Produkte. I can't, it's too pretty. Und da haben wir jetzt auch noch das Face, ist es ein Face Oil? Ja, Face Oil eben auch mit SPF. Das werde ich auch testen und euch dann sagen, aber so pretty. So süß. Das ist ziemlich klein, aber es ist süß. Ich werde euch das definitiv wissen lassen. Und ja, was noch mitgekommen ist, my favorite, muss ich ganz ehrlich sagen, my favorite Setting Spray. Ja. Es ist mittlerweile mein Favorite Setting Spray. Ist von Kaya, die Setting Sprays. Ich weiß, ich habe noch keins aufgebraucht und ihr wisst es gar nicht. Ich habe ein kleines aufgebraucht gehabt in Schweden. Das habe ich dann dort weggeschmissen. Und das große habe ich noch nicht aufgebraucht. Aber die sind top notch. Hier kann die ganze Zeit Lippenstift auf den Zähnen. Das mag ich immer so super, super gern. Aber das ist das Extra Hydration. Ich mag das Extra Hydration mehr, vor allem im Sommer. Der Dewy Look ist halt wirklich sehr viel, viel Glow. Und mit Maske in Österreich geht das nicht. Also da ist mein ganzes Make-up weg und das ist halt so schade. In Schweden nehme ich der Dewy Look natürlich mit, weil dort brauche ich keine Maske mehr. Aber es gibt halt noch immer die Maske und ich fahre öffentlich, weil ich bin... Ich mache nicht viel für die Umwelt, aber das tue ich. Ich fahre, wenn es geht, kein Auto, sondern wirklich, also in Wien fahre ich nur öffentlich. Ich fahre nie mit dem Auto, also da bin ich wirklich so, das ist mein das, was ich mache für die Umwelt, das ist, dass ich öffentlich fahre. Und da hast du halt Maske und mit der Maske, das geht nicht, das ist dann alles unten und dann habe ich dann irgendwie so, for what, da war so für 5 Minuten voll so, voll hübsch und dewy und dann gibst du die Maske drauf und ist alles verwischt, nee, das geht einfach nicht, Leute, das geht einfach nicht. Dann haben wir auch und zwar die Eye Cream, die Brightening Eye Cream, ich habe auch die Awakening Eye Cream, die habe ich aber noch nicht getestet. Und das ist jetzt eben The Brightening Eye Cream auch. Very, very pretty. Ich bin gespannt. Eyes, das ist so etwas, was ich wirklich vernachlässige. Also ich mache, manchmal mache ich eben diese Augenpads, aber ich mache selten was. Weil ich, das ist, glaube ich, oft so, wenn man so keine Probleme mit so einem Gebiet hat, dann ist man oft so, muss ich ja eh nichts machen. Sieht ja gut aus. Ich habe keine Augenringe. Für was muss ich da jetzt irgendwas speziell machen? You should. Ich kann, Schatz, das ist die ganze Zeit Lippenstift. Ich muss es nochmal heben. Next up, das letzte noch, habe ich den Kaya All Night Long Primer auch genommen. Ich habe ja schon den For Normal Skin, den Primer, habe ich schon getestet gehabt. Und jetzt wollte ich den
All Night Long Primer. Die kommen nämlich so immer super duper cute mit so einem Spoolie. Finde ich voll, voll, voll süß. Und hier auch sehr, sehr viel schwerer wie die vorigen. Sehr, sehr cool. Very, very pretty. Ja, ich bin gespannt. Ich habe viel zum Testen wieder. I love it. Und ich liebe ja Kaya. Ich bin so ein Fan. Aber jetzt sind wir fertig mit Kaya. Jetzt beginnen wir mit Revolution. Und zwar habe ich einmal von Revolution und Jake Jamie die Rainbow Glow Printed Sheath Mask habe ich mir genommen. Da kommen nur drei, genau. Die kommen ja nur drei. Die sind eigentlich, ich habe mir das eigentlich mal gedacht, so Kayas Face Masks sind wirklich nicht teuer. Weil wenn ich mir denke, die kostet jetzt, wenn sie nicht im Sale ist, kosten die 8, glaube ich, 99, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Und Kayas kosten halt 20 und du kriegst zwei mehr. Also es ist so, natürlich ist es teurer, aber nicht so viel. You know. Das ist mir so mal aufgefallen. Aber im Sale natürlich sind sie unschlagbar. Also wenn die nur so 3 Euro oder so kosten, dann sind sie very, very nice. Dann habe ich auch von Jake Jamie, und zwar hat der so Slush Puppy Collection ist rausgekommen. Da war ja so ein Hairband, die kaufe ich nicht, weil die sind mir zu eng. Die drücken so auf den Kopf. Und dann waren noch so Pads, so Removing Pads. Und dann eben zwei Cleanser und auch Lipsachen. Ich habe die zwei Cleanser mir mal geholt, weil ich fand das eigentlich spannend. Es sieht aus wie Zahnpasta. Also ich finde, das ist, ich zeige es euch mal, das ist für mich Kinderzahnpasta in a nutshell. So ähnlich hat meine Kinderzahnpasta. Also soll auch Zahnpasta sein, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was Slushy Puppy ist, aber für mich ist das Zahnpasta. Und das ist so, bei Jake Jamie, die Sachen bis jetzt war ich immer so, I love them, ich finde sie super, super gut. Diese Collection war ich so, is it a gimmick? Ist das nur so, ja, is it a gimmick? Ich kann es nicht besser, da gibt es das beste Wort, gibt es in Englisch. Also, und das ist eben in Raspberry, das eine war Blueberry, oder? Nein, das ist Cherry und das ist Blue Raspberry. Ich werde für euch aufbrauchen. Stay tuned. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Sie schauen aus wie ein Gimmick. Aber bis jetzt hat Jake Jamie immer tolle Sachen rausgebracht. Und ich habe von ihm auch eine sehr hohe Meinung. Und ich fand bis jetzt, dass er immer sehr, sehr tolle Sachen für Revolution gemacht hat. Und ich fand auch immer, dass ich ein angenehmes Gefühl nach den Skincare-Sachen gefühlt habe. Vor allem diese Masken in den Pots. Ich liebe sie. Deshalb bin ich da jetzt echt gespannt. I'm really, really excited. So, wir sind schon bei den letzten zwei Sachen. Und zwar ist es von Revolution, die Love Island. Das sind diese Perfumes. Werde ich sie auspacken? Habe ich die Lust dazu? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Aber, ja, okay, ich pack's für euch aus. Okay, so sieht das die Parfümflasche aus. It looks very cheap. Ich fand nämlich die ersten Parfums war hier richtig schön. Die sind so schön. Ich liebe sie. Ich finde auch vom Duft her. Eins habe ich ja auch schon aufgebraucht. Also ich finde die richtig, richtig toll. This one. Okay. Es riecht auch schon so interessant. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich werde euch da auf jeden Fall im Aufgebrauchtes noch erzählen. Aber also die Optik ist nicht so der Wow-Moment. Aber wie gesagt, tierversuchsfreie Parfüms sind eine Herausforderung. So, und das andere ist dasselbe, nur in Pink. Ja, das werde ich jetzt nicht auspacken, weil ich habe das andere schon ausgepackt. Aber, ja, ich meine, diese Herzen, I don't know. Aber wie gesagt, also tierversuchsfreies Make-up ist eine, also Make-up nicht, Perfumes, das ist eine Challenge. Die meisten Perfumes sind nicht tierversuchsfrei. Also ihr könnt eigentlich davon ausgehen, dass wenn ihr Perfume-Shopping geht, ist es nicht tierversuchsfrei. Also, you're killing animals violently. Deshalb machen wir tierversuchsfrei. Haben zwar nicht so eine riesen Perfume-Collection, aber sie sind wenigstens tierversuchsfrei. Manchmal auch ein bisschen hässlich. Aber es gibt auch die wunderschönen von Revolution. Und Kaya, wie gesagt, ist auch tierversuchsfrei. Und die sind wunderschön. They're so pretty und auch nicht so teuer eigentlich. Aber gut, meine Lieben, das war der Beauty Haul. Ich weiß, es war nicht viel. Ich bin aber zufrieden, dass es nicht so viel war. Es war ziemlich, also eigentlich
fast nur Beauty und ganz wenig Make-up. Also ich habe wirklich nicht viel Make-up geshoppt. Gucken wir mal, wie es was noch für Hauls kommen. Ich glaube, der nächste wird wahrscheinlich erst im Oktober sein. Bald beginnt ja auch die Adventskalender-Season. Ich hoffe, ihr seid excited. Ich bin super duper excited. Ich liebe Adventskalender öffnen und ich hoffe, ihr auch. Das heißt, im September, glaube ich, geht es dann schon los mit den Adventskalendern. So, I'm excited. Und jetzt würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo gibt es ein weiteres Video von mir und könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und da würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!